das denn für ein kranker Vollidiot? Psychiatrie, weiße Kittel, Männer, Typen. Ahoi. Ja, ich mach's jetzt einfach mit übler Say-State-Abuse. Ich lass mich doch nicht von so einem Arschficker verarschen. Wie der Name schon sagt. Arschficker ver... Genau! Genau, was war das denn für ein Glitch? Och ne, meine Laune sinkt schon wieder. Und alles nur wegen Scheiß... Was ist das für ein verfickter Glitch? Warum geht der Goomba durch den Rex-Torsch? Mann! Das Spiel verarscht mich. Ja, und jetzt... Jetzt sag... Wehe, jetzt sagt einer, ich soll zu meinen Fehlern widerstehen, ey. Das war eindeutig ein Glitch. Ich töte den Typen, der das dann sagt. So. Ab hier kein Safe State mehr. Ja, hier ungefähr bin ich gestorben. Und zwar genau bei dem Kerl. Bei diesem Arsch bin ich gestorben. Bei diesem Mal bin ich vorgewarnt. Diesmal kenne ich das schon. Und ich sterbe trotzdem, ey. Ich könnte kotzen. Aber ich kann schon oft kotzen. Ich könnte schon oft gekotzt haben. Ah, Shark springt ins Nichts. Hier ist ein Mittelpunkt. Der ist ein bisschen weit weg, nicht wahr? Ja, komm. Das muss jetzt zugeben. War das Zufall, dass die Feuerblume genau da ist, wo sich der Chuck hingestellt hat? Oder wurde das extra so berechnet? Weil der Hex so gemein ist, gehe ich eher mal auf berechtigt. Berechnet meine ich. Bin ich bescheuert? Warte mal, das ist das Anfang des... Das ist das Anfang des Levels, was zum Teufel? Das Anfang des Levels, das ist der Anfang des Levels, ey, fail. Und was ist hier? Ah! Ja, woher sollte man das jetzt wissen? Ach komm. Egal. So. Oh, der Hintergrund verwirrt. Der Hintergrund verwirrt aber. Aber hallo. Oh nein, Chuck. Chuck, Chuck, Chuck. So. Nix. Nein, nein! Das war sehr fair. Ja gut, eigentlich hätte ich einfach nur drüber springen können. Naja, egal. Whee! Okay. Das war ein cooles Ende. Das Lake Reservoir. Also. Ja, das. Der. Seereservoir. Hä? Ist hier kein Eingang? Okay. Okay, da geht's lang. Ah, ja, da ist wieder Solid. Solid. Alles Solid. Warum sage ich Solid? Das heißt Solid. Verdammt. Werden jetzt die Fehler weg? Nein! Oh mein Gott. Unglaublich. Unglaublicher geht's nicht. Oh mein Gott. Unglaublich. Alles ist unglaublich. Und ich strebe danach, hier endlich wegzukommen. Verdammt! Ach, ich merke gerade erst wieder, dass ich schon wieder in einem Castle bin. Was zum Teufel? Bisschen früh, oder? Ich war doch gerade eben erst in einem Castle. Was zum Teufel? Okay. Stacheln. Das ergibt keinen Sinn. Die Stacheln... Sobald die Felswand erreichen, also das Stein, agieren die da, als wäre da gar nichts, also auch kein Wasser. Eine Shell, die mir rein gar nichts gebracht hat. Okay, nutzlose Items, nutzlose Items. Nutzlose Items mag ich nicht. So. Ach, wie heißen die Fische eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich nenne euch einfach Skeleton Fishes oder Dry Fish. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, ich gehe nicht zu der Münze, denn ich bin nicht blöd und beachte meine eigenen Regeln. So, tschüss, Dry Bones. Hallo, Feder. Ja, ich glaube, ich gehe...
ja, ich baue wieder eine gewisse Beziehung zwischen Federn und mir auf, aber die wird sowieso nicht lange anhalten. Spätestens bis ich mit einer Feder wieder abkacke. Und spätestens bis ich mein THS weitermache. Da habe ich nämlich gerade eine Feder und scheiße, ne? Weil wegen Feder und blöd. Weil Feder ist nicht gerade toll. Da kann ich nämlich keine so tollen... Brauche ich nicht. Ficken. Ja, jetzt habe ich es doch trotzdem aufgesammelt. Ja, Boni, komm. So. Komm runter. Okay. Okay. Was? Was? Springboard agiert als eine Wand. Okay. Whatever. Ach so, ja. Klar. Hätte ich auch drauf kommen können. Ich bin selbst drauf gekommen, Fail. Ich hab Bock, wieder irgendein FPS, also irgendein First-Person-Shooter wieder zu LP'n. Das macht Spaß. Ist zwar meistens nicht so tolle Story drin, aber... Who cares? It's a First-Person-Shooter, damned. Was? Nein, keine Invisible Coin Blocks. Das kann ich jetzt überhaupt nicht haben. Nein, oh man. Das ist blöd. Oh ne. Was? Ja, okay, der ist irgendwie geglitscht. Nein, 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 nein. Was hat mich getroffen? Der, das war unfair. Hallo? Was soll das denn? Ja, toll. Wurde schon wieder von einem Glitch gekillt. Weil ich davor von nichts getroffen wurde. Weil die Hitbox für den Arsch ist. Und deswegen bin ich gestorben, weil sonst hätte ich überlebt. Also sag nicht, ich soll irgendwie meine Fehler lernen. Was ist mein Fehler? Was? Ging es da nicht vorher irgendwie weiter oder so? Hä? Da ging es vorher weiter. Oder auch nicht. Ich bin blöd, okay. Ich hab vergessen, wo es weiterging. Toll. Hier ging es weiter. Fuck. So. Ja, natürlich spiele ich das mit Safe State. Wie gesagt, ich lasse mich nicht verarschen und spiele nicht 1000 Stunden lang, damit ich hier dann irgendwo abkacke und... warum saugt meine Mutter? Also, warum staubsaugt meine Mutter? Vor meinem Zimmer, das finde ich überhaupt nicht nett. Wenn die gleich reinkommt, ne? Ich töte sie. Ich würde sie töten. So. Okay. Na, was? Oh mein Gott, ich liebe die Hitboxes von diesem Spiel. Sie sind so zum Kotzen, ne? So. Wenn ich hier oben lang schwimmen dürfte und sie mich nicht treffen können. So. Ein Pilz. Ein Pilz. Ein Pilz! Oh nein. Ich habe einen Fliegenpilz gegessen. Und werde dadurch größer und stärker. Hey? Egal. Das war ein kurzer Cut, damit es nicht unser Klon wird. Ich muss das jetzt bei jedem Cut, glaube ich, sagen. Sonst kommen wieder irgendwo solche Idioten und sagen, Cuts sind scheiße. verdammte Hitboxen. Warum müssen diese Hitboxen so scheiße sein? Man sollte sich bei Hitboxen erstellen Mühe geben. Verdammt. Was? Das war ein gewaltiger Geschwindigkeitsunterschied. Damit kann ich nicht leben. Hier irgendwo bin ich, glaube ich, gestorben. Hier irgendwo ist es passiert. Okay, ich lass... Ja, genau, hier war das. Irgendwo, auf jeden Fall. Leck mich. Ich will Stalker Shadow of Chernobyl Let's Playen, hallo. Ich will dieses Castle also schaffen, damit ich das tun kann. Genau, hier bin ich gestorben. Und hier bin ich schon wieder gestorben. Wow. Ich freue mich. Nicht. Ja, klar. Ein Raum danach wäre ein Mittelpunkt gewesen. Ich könnte kotzen. Warte mal. Die Röhre.
Was zum Geier hat das mit der Röhre auf sich? Okay, keine Ahnung. Reznor. Toll, total fordernd, der Boss. Ich glaub's nicht. Fordernder geht's nicht. Oh mein Gott. Was? Oh. Ich soll also noch mehr tun, als die Gegner einfach nur zu erledigen. Ich soll einfach durch diese Röhre noch gehen. Okay. Das hätte man anders lösen können. Aber gut. Ein Bonus-Game in lila. Oh, das sieht schön aus. Oh yeah. Oh yeah. Oh baby. Ja, ich habe zwar keinen Stern, aber Feuerblumen ist genauso gut. Drei Leben. Yay. So. Density Cavern. Cavern. Also, Density. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendeine Höhle. Also, beim nächsten Mal. Bis dann.